hier ist Ronja und willkommen zu unserem allsamstaglichen. Wir setzen uns hin und machen was real-lifeiges. Das war letztes Mal schon kein Wort, das ist immer noch keins. Schnappt euch einen Tee und genau, setzt euch zu mir. Das wird eine... Es wird keine Geschichte. Es wird ein... ich hole mir ein Kätzchen. Ich weiß, ich habe schon tausendmal gesagt, ich hole mir ein Kätzchen, aber was vielleicht die Leute wissen, die mir auf Twitter oder Instagram folgen, übrigens beide hier verlinkt, ich war letzten Samstag kleine Kätzchen angucken, halt von der Züchterin, von der ich die holen wollte. Und ich meine, am Anfang war ich noch so, will ich wirklich eine von denen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber dann war ich da und die Kleinen waren so niedlich, dass... Ich meine, seien wir ehrlich. Wer kann Nein sagen zu Katzenbabys? Huh? Wer kann Nein sagen? Ich definitiv nicht, das weiß ich auch. Deswegen, an dem Tag, an dem ich da war, war ich so, okay, ich brauche eine von denen, okay? Hab mir eine ausgesucht und... So zuckersüß. Ich bleib dran, okay? Ich zeige euch nachher noch Material für den Kätzchen. Ich habe nämlich ein bisschen gefilmt. Und, genau. Die, sie wird Buki heißen, also er wird Buki heißen, das ist ein Junge. Und er kommt Anfang Mai zu mir, da mache ich dann auch nochmal einen Vlog, dann könnt ihr sehen, wer hier einzieht. Aber in der Zwischenzeit habe ich mir gedacht, hey komm Ronja, kauf alles, was es an Katzen-Equipment gibt, alles. Dann habe ich angefangen, okay, eine Transportbox, die musst du sowieso früher kaufen. Dann war ich so, okay, ein Futternapf, meinetwegen eine Decke für die Transportbox. Und so weiter und so fort. Wir haben jetzt einen Kratzbaum im Wohnzimmer stehen. Die Katze kommt erst in einem Monat. Bitte bedenkt das. Aber der Kratzbaum ist aufgebaut. Jedenfalls. habe ich einen Haufen Katzen-Equipment. Okay, ich bin sehr stolz drauf. Ich habe sehr viele Katzenvideos geguckt. Und man könnte sagen, ich war im Loch der Katzensachen. Ich weiß nicht, ich wollte immer schon ein Haustier, wenn ich alleine wohne. Das war irgendwie über so eine Sache von wegen, das ist klar. Ich habe meinem Freund gesagt, als wir in diese Wohnung gezogen sind, das war Juli letzten Jahres, Olli, wir holen uns eine Katze. Und er war so, nee. Da war ich so, doch. Fakt. Und so, ja, lass uns nächstes Jahr nochmal drüber reden. Ne? Und weißt du, ja genau, also ich habe das gesagt. Also ja, wir holen uns im Frühjahr nächsten Jahres eine Katze. Also ja, meinetwegen. Weil er gedacht hat, ich vergesse es. Irrtum. Das heißt, wir holen uns jetzt eine Katze. Und ja, ich bin sehr excited. Ich liebe Tiere. Ich liebe Tiere. Tiere sind fantastisch. Es gibt nichts Besseres. Genau, von daher, ich zeige euch ein bisschen, was ich gekauft habe. Und ich zeige euch ein bisschen Videos vom Kätzchen. Und dann sind wir alle froh, oder? So, ich kann euch jetzt meinen Kratzbaum und ähnliches zeigen. Und zwar ist das, das Ding heißt Kilimanjaro. Das ist riesengroß, das ist größer als ich. Hier fehlt noch ein Dingsi, ein Körbchen. Das wurde noch nicht geliefert, beziehungsweise das wurde geliefert, da war es kaputt. Und jetzt habe ich den Leuten geschrieben und jetzt schicken sie mir Neues. Das heißt, das können wir dran bauen. Beziehungsweise das muss mein Freund dran bauen, weil ich legit nicht dran komme. Also... Das muss ich hier draufschrauben und das wird echt schwierig. Aber das ist voll schön, das Ding, weil man hat so ein Seil zum Spielen als Katze, dann ist da eine Rutsche, dann ist hier so ein Kratzding sehen. Und kann man sehen, dass das riesengroß ist? So, hoppala. So, dann ist hier spannend, ne? Unterhaltung pur. Mein Katzenklo. Wunderhübsch, es ist ein überdachtes Katzenklo, da steht dran. Dass es kein Gestank rauslässt, also hoffe ich das Beste. Ich habe ein Körbchen gekauft, Futternapf und ähnliches. Ich habe eine kleine Leine gekauft, damit ich mit dem Kätzchen Gassi gehen kann, falls es das möchte. Das hat so Reflektoren hier dran, dann kann es in der Dunkelheit gesehen werden. Dann kann ich mit dem spazieren gehen. ich weiß, es ist eine Katze und kein Hund, okay? Ich weiß es. Aber draußen sind... Ich weiß nicht, ob ich meine Kätzchen einfach rauslassen will, okay? Es gibt so viele Gefahren. Ich bin besorgt, okay? Ich bin besorgt. Vielleicht habe ich irgendwann Vertrauen in die Wildnis, aber ich bezweifle es sehr, deswegen... Und die brauchen halt Auslauf. Ich will es nicht als Wohnungskatze halten und dann ist es traurig und frustriert, weil es keine Auslauf hat. Ich meine, unsere Wohnung ist zwar okay groß, aber nicht groß groß im Sinne von, das Kätzchen kann hier rumrennen wie ein Wahnsinniger. Dann habe ich so ein Klicker-Dingsi, weil man wohl mit denen trainieren soll, weil das ziemlich...
intelligente Viecher sind und sie intellektuell gefordert werden möchten. Was habe ich noch? Ich überlege gerade, was habe ich noch fürs Kätzchen geholt? Oh. Ich habe einen Trinkbrunnen gekauft, weil Katzen wohl besser Wasser zu sich nehmen, wenn das fließendes Wasser ist. Und dann muss sie nicht die ganze Zeit an den Wasserhahn. Und das ist ihr kleiner Futternapf. Ich habe, ohne Witz, ich habe legit nichts anderes gemacht, als Katzensachen zu lesen und die perfekte Haltung für deine Katze und ähnliche Videos zu schauen. Nein, aber das sind im Prinzip so die grundlegenden Sachen. Habe ich noch irgendwas, Olli? Okay. Abgesehen von den ganzen Essential-Sachen hole ich hier natürlich noch Spielzeug und ein kleines Kuscheltier, aber ich weiß noch nicht genau, was ich da holen möchte, beziehungsweise was ihr gefällt. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht nur eins holen. Aber es ist jetzt noch... noch über einen Monat hin, dass ich die Katze kriege. Ich finde es gut, dass ich den Kratzbaum schon aufgebaut habe, okay? Weil sonst hätte ich nicht bemerkt, dass ein Teil kaputt ist und hätte nicht gemerkt, dass ich das nachordern muss und dann wäre die Katze hier gewesen und ihr hätte ein Körbchen gefehlt zum Reinlegen. Ich weiß, Sauerei. Deswegen bin ich hier sehr auf Trab und genau, es ist ja auch wichtig, dass das Brunnending getestet wird. Ich meine, ich kann nicht einfach irgendwas geben. Aber ich habe es getestet, es funktioniert einwandfrei. Ich habe es irgendwie 3 Stunden laufen lassen und es plätschert wunderschön vor sich hin. Es ist ein absolutes Träumchen. Ich kann euch jetzt noch ein bisschen Videomaterial von den Kleinen einblenden. Beziehungsweise, also von den Kleinen sind halt die ganzen Geschwister und die Mama noch dabei. Für die, die das noch nicht mitgekriegt haben, ich krieg eine Bengalkatze und die. Das ist richtig witzig. Dadurch, dass es halt eine Rassekatze ist und halt Stammbaum und frag mich was, brauchst du halt einen Namen, der in den Pass eingetragen wird. Und mein Kätzchen kommt aus einer Linie, die wohl irgendwie so Showkatzen, frag mich was waren. Es ist Showkatzen, Ausstellungskatzen. Und die Konvention ist wohl, dass man denen einen Nachnamen gibt, der quasi der Nachname von dem Ausstellungstier in der Blutlinie ist. In dem Fall ist es, glaube ich, der Opa. Oder die Oma, ich weiß es nicht. Einer von beiden. Und deswegen heißt mein Kätzchen mit vollem Namen Buki von Willersberg.
So, das war's dann aber auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr hyped seid für den Katzenabholvlog, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und schreibt in die Kommentare, habt ihr selber Haustiere? Wenn ja, was? Und wie viele? Und wie heißen sie? Ich bin furchtbar im Namensgeben, okay? Wie heißen eure Haustiere? Ich hatte früher ein Häschen, der hieß Felix, weil ich dieses Buch Felix, der weltreisende Hase oder sowas hatte. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Und ich hatte einen Hamster, der hieß Flöckchen. Und der andere Hamster hieß Frechdachs. Und der dritte Hamster... Ich glaube, der dritte Hamster hieß Billy. Ja. Wir hatten noch einen vierten. Wie ist der vierte Hamster? Den Billy hatte ich alleine. Billy habe ich irgendwann gekauft. Aber ich weiß nicht, wie der vierte hieß. Naja. Gut. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie euer Haus hieß, okay? Es würde mich wirklich interessieren. Und genau, dann abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Drückt die Glocke, wenn ihr Notifications kriegen möchtet, wenn ein neues Video draußen ist. Und falls ihr auch so ein schickes Shirt oder was anderes mit ähnlichem Design haben möchtet, dann schaut mal auf www.richtigronja.com vorbei. Ich linke auch nochmal in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch das kaufen oder, keine Ahnung, zu Ostern wünschen. Was weiß ich, Ostern ist bald, oder? Ostern ist Ende April? Also in einem Monat. Bald. Ey, man kann nie zu früh anfangen, sich Sachen für Ostern zu wünschen. Okay? Ich weiß, dass meine Mutter jetzt schon Ostergeschenke für mich gekauft hat. Sie hat mir auch schon erzählt, was es ist. Meine Mutter ist furchtbar im Geheimnis erhalten. Okay, jetzt, okay, ich beende das Video hier. Macht's gut. Ciao!